Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ich bin der Fuchs und schön, dass ihr da seid zu einer neuen Runde World of Warcraft Classic. Stabil mit Memo Attack am Start und Androiden. Genau, wir sind immer noch in Shadowglen unterwegs und meistern hier unsere kleinen Quests noch. Und immer noch währende Quest, die wir hier haben. Ich würde mal sagen, es ist die letzte. Wir müssen hier oben nochmal hoch und müssen nochmal hier das Waldweber-Sekret organisieren. Und Waldweberei. Diese beiden Sachen haben wir noch am Start. Da werden wir jetzt direkt mal hinlaufen. Aktuell sind wir schon Level 4 mit unseren Droiden. Ich freue mich auch schon wieder weiterzumachen. Ihr habt ja leider merken müssen, dass es in letzter Zeit nicht so viele Classic-Videos gab. War auch sehr schade. Ich hätte da ein bisschen gern weitergemacht. Aber irgendwie habe ich mich noch in andere Sachen immer die ganze Zeit verstrickt. Und naja, man hat halt nur leider begrenzte Zeit, die man in Videos hier investieren kann. Aber ich bin auf jeden Fall wieder heiß drauf, weiterzumachen. Okay. So, da hinten habt ihr, wie ihr gesehen habt, da hinten ist die, die Spinnenhöhle. Mal gucken, ob wir vielleicht noch hier vor noch irgendwas organisieren können. Ja, genau. Und auf jeden Fall diese Spinnen hier, die wir uns besorgen müssen. Und irgendeine Spinne hat auf jeden Fall dann so ein Ding bei. Jawohl. Oh, wir sind hier mal direkt Level geupdatet. Wie geil ist das denn? Das gefällt mir. Ah, perfekt. Das ging gut. Das Sekret haben wir schon mal. Wir müssen aber trotzdem immer noch in die Höhle rein. Und das fette Ding holen. Ich glaube wahrscheinlich große Spinne oder so wird es sein. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, da ist noch einer. Mal gucken, vielleicht können wir den direkt auch einladen. Ach, sie lehnt ab, okay. Dann nicht, wer nicht will, der hat schon, würde ich sagen. Ach, guck mal, alle Spinnen sind tot. Wie nice ist das denn? Oh, da kann ich direkt durchrennen. Mein Glück, Alter. Mein Glück. Dann aber schnell. Schnell, schnell, schnell. Muss noch nicht rein. Okay, aber nett, dass sie schreibt. Nett, dass sie schreibt. So, dann gucken wir mal. Ah, guck mal, da ist schon einer. Okay. Zwei sind da, okay. Jetzt auf jeden Fall für meinen Nachteil. Vielleicht kann ich die noch schnell anschreiben. Vielleicht lädt die mich ein. Ah, Waldweberei. Frage ist, was suche ich denn hier?
Ah, okay, ich suche die Eier. Alles klar. Aber es ist genug für alle da, wie es aussieht. Das ist nice. Damit habe ich mir auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Vorteil verschaffen, dass die Höhle schon ausgemerzt wurde. Perfekt. Er hat auf jeden Fall nicht geantwortet. Ich werde ihn einfach folgen. Beste, was ich machen kann. Seid gegrüßt. Wart ihr in der Schattenweberhöhle, Memotech? Habt ihr ein Spinnenei gefunden? Ah, sehr gut. Ich lasse dieses Ei und das Gift nach Darnassus bringen und kehre nach dort zurück, sobald ich meine Studien hier abgeschlossen habe. Ich rechne fest damit, anhand dieser Exemplare eine Menge herauszufinden, Memotech. Ihr wart mir eine große Hilfe. Das kommt jetzt sehr gut. Ihr seid Memo-Attack, nicht wahr? Nein, ich habe doch gerade was für dich gemacht. Oder? Ich hörte, dass Tenaron nach euch gefragt hat. Ihr findet ihn in dem am höchsten gelegenen Raum in Aldrassil. Wir mögen zwar ein langes Leben haben, aber ihr solltet ihn dennoch nicht allzu lange warten lassen. Lebt wohl. Ah, okay. Also nach oben. Ich glaub, das ist der Kollege, den ich hier, der mir. Na, wie sagt er hier? Der Skill-Kollege? Der Klassenfuzzi? Sowas halt, weißt? Aber trotzdem muss ich die andere Quest mir erstmal gönnen. Und mal kurz meine Taschen leeren. Was ist, wenn der Kollege für mich wieder irgendeine Sache hat? Ich bin geehrt. Bitte sammelt die Zutaten, Memotech. Ivoron braucht unsere Hilfe. Wer es nicht mehr weiß, weil es vielleicht ein bisschen schon zurückliegt. Ihr Kollege, ihr Bote oder was auch immer, Freund, der wurde von der Spinne gebissen und für den habe ich jetzt dieses Gift gesammelt, dieses Spinnengift, damit die dafür einen Balsam machen kann, damit der wieder gesund wird. Elun sei Dank, dass ihr diese Zutaten so schnell gesammelt habt. Es dauert nur einen Moment, bis ich das Gegengift zubereitet habe. Das Gegengift ist fertig, Mimotech. Bitte achtet darauf, dass Ivoron es auch trinkt. Es gibt jedoch etwas, das ihr wissen sollt. Das Gegengift ist nur 5 Minuten wirksam. Ihr müsst es ihm rechtzeitig bringen. Mögen eure Füße beflügelt sein, Mimotech. Lebt wohl. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Egal, wir laufen los. Da möchte ich mich auch gerne mal daran zurückerinnern. Diese Quest hier, wie die aktuell gerade ist, sowas gibt es in World of Warcraft gar nicht mehr. Ansonsten korrigiert mich bei Shadowlands oder so. Diese Quests, die nach Zeit gehen, die haben sie damals abgeschafft. Ah, ich glaube, ich laufe falsch. Ist auch okay so. Es gab nämlich schon Quests hier in dem Spiel damals, die schon ziemlich tricky waren und sehr genervt haben, weil man tierisch unter Zeitdruck stand und das dann vielleicht nicht geschafft hat. Oh, entschuldigt. Die Luft ist so trocken. Gottes Willen. So, ich habe mich ausgehustet.
Was ist los? Hallo. Oh, Memo-Attack, ich bin so froh, dass ihr wieder zurückgekommen seid. Was ist das, Memo-Attack? Oh, ich wusste, die Rania würde mir helfen können. Ivoron trinkt das Gegengift. Gerade ständig in Schwierigkeiten und die Rania, naja, sie schafft es immer wieder, mir da herauszuhelfen. Ich fühle mich schon viel besser, aber ich denke, ich werde hier noch eine Weile sitzen bleiben, bis ich wieder ganz in Ordnung bin. Naja, das ist der eine Grund. Und ich hoffe außerdem, dass ich für mich einen Weg durch diese heimtückischen Waldweberspinnen freimache. So, ne? Ja, die Sachen sind natürlich nicht so Elun gut. Elun erleuchte euren Weg. Sind auch meine Taschen fast voll. Okay, so. Dann haben wir den Kollegen erstmal geholfen. Da freuen wir uns alle drüber. So, jetzt geht es nach oben, hier auf dem Berg. Nicht auf dem Berg, im Baum. Ganz nach oben. Yes, Herr Kollege, wir müssen reden mit Tenaron. Ah, hier war auf jeden Fall mein Lehrer. Das machen wir gleich, bevor wir es vergessen. Druidenlehrer. Ich nur la. Mögen Lass euch die kurz Sterne mein leiten. Buch gucken. So, da haben wir einmal. Also, wir haben jetzt erstmal Ditte. Dann kommt das Mondfeuer. Heilung kommt hier hin. Mal der Wildnis haben wir und die Verjüngung. So sieht's. Also, der Druide lässt sich auf jeden Fall immer noch sehr gut leveln, finde ich. Also, auch kämpfen lässt er sich ganz gut. Auch wenn wir uns halt noch in Classic befinden. Aber macht Spaß. Oh, da ist er ja. Tenaron Stormgrip. Ich bin geehrt. Ah, Memo Attack. Ich hatte gehofft, ihr würdet meiner Einladung bald Folge leisten. Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch. Es ist an der Zeit herauszufinden, was euer Schicksal ist, Memo Attack. Doch bevor ihr bereit seid, in die Welt hinter unseren verzauberten Wäldern hinauszuziehen, gibt es noch vieles, was ihr über unsere jüngste Vergangenheit lernen müsst. Seit der Schlacht am Berg Hyal hat sich für unser Volk so viel verändert. Nordrassil ist nur noch ein Schatten ihres früheren Selbst. Ihre Macht wurde benutzt, um Archimonde in die Knie zu zwingen und die brennende Legion zurückzutreiben. Ihr müsst eine Aufgabe erledigen. Geht zum Mondbrunnen nördlich von Aldrassil und bringt mir eine Fiole mit Wasser daraus. Geht in Frieden. Klar, machen wir das. Das ist bestimmt da hinten wieder bei den Spinnen, wa? Ja, okay, alles klar. Da weiß ich auf jeden Fall, wo der Brunnen schon mal ist. Da mache ich mich jetzt auf den Weg hin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich riesig drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst doch mal für das Video ein Like da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr darauf wieder Bock habt. Bleibt stabil, Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer Fuchs. Ciao.